Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man HEIDSCHI BUMBEIDSCHI, ein sehr, sehr altes, ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr trauriges Kinderlied, Schlaflied, wird auch zu Weihnachten gesungen, wie man dieses Lied als Solostück auf der Akustikgitarre spielen kann. Ganz wichtig, ich bin nicht in Standardstimmung, also nicht in normaler Stimmung, sondern in Offen C Stimmung, Open C Tuning. C, G, C, G, C, E, von der tiefen Seite weg. C, G, C, G, C und E. Wenn ich drüber streiche über alle sechs Seiten, habe ich einen C-Dur-Akkord. Ich beginne mit der Einleitung, spielt der Daumen und der Mittelfinger. Daumen, Zeigefinger, ist ganz egal. Wichtig vielleicht noch, ich spiele mit dem Kapotaster am zweiten Bund. Ich kann ohne spielen, ich kann am vierten Bund, man kann alles ausprobieren. Mir gefällt es am zweiten Bund am besten. Also ich spiele die Einleitung. Also ich slide nach 3-4. Ich spiele es ganz langsam. 3-4. Griff ist eigentlich nur dieser, zweimal die 2 auf der zweiten Seite und vierten Seite. Der kleine Finger spielt dann diesen Dreier und dann spielt der Zeigefinger den Einser. Und ich lasse dann diesen Griff liegen bis zu dieser Stelle hier. Also ich spiele es von hier bis hierher noch einmal. 3, 4. Mittelfinger und Ringfinger. Also ich slide hinauf auf 5-5 und dann 3-4. Also ich spiele beide Takte zusammen, also von dieser Stelle bis hierher. 3-4. Bedeutet, ich mache eine kleine Pause. Dann kommt der nächste Takt. Widerlegen. Ich spiele jetzt den nächsten Takt. Bis hierher bleibt der Griff liegen. Ich spiele beide Takte zusammen. Schon der letzte Takt. Zusammen ganz langsam durch mit der Einleitung.
wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.